Gut, das hier ist ein Lumberjack. Das ist der Martinell. Greetings, Friend. Ja, schön. Bei dem kann man Holz kaufen, verkaufen. Ja, genau, ja. Da kannst du mal aufhören. Das hier ist wohl, ja, so eine Trainings-Area, wo man halt eben rumkloppen kann. Wenn man möchte. Ich möchte nicht. Ja, der Geselle hier, der gefällt mir recht gut. Das ist so ein Druide. So sieht er auch aus, mit dem Geweih auf dem Kopf. Druide Floyd Radir. Okay. Wappa, Jappa, Papa, Watta, who's there? What is? Snoring sounds. Sollen Sie vielleicht mal die Nase putzen? I'm just browsing your goods, thanks. Ach stimmt, der hat auch was zu verkaufen. Klar, der hat hier irgend so einen komischen Säbel. Ja, da bin ich scharf drauf. Obwohl ich weiß, ich weiß etwas, was ich durch Zufall rausbekommen habe, weil ich neugierig war und durchs Wasser gepaddelt bin. Und da bin ich an einen ganz bestimmten Ort gekommen. Wir können das ja echt mal ausprobieren. Und wenn ich mich recht erinnere, ich will jetzt keinen Müll labern, ne? Aber wenn ich mich recht erinnere, kriegen wir da eine Waffe für Lau. Mhm. Ja, ich glaube. Aber ich will jetzt nichts versprechen. So, was haben wir nicht? Oh, nee, Leute, ich glaube, wir müssen zurück. Das wird jetzt so stockedunkel. Wir haben keine Fackel, wir haben nichts. Ich sehe dann den Weg nicht mehr. Wo sind wir denn hier überhaupt? Oh mein Gott, wo sind wir? Wir müssen in die Richtung, Leute. Die haben zwar jetzt hier noch Straßenlaternen. Aber, ich nicht. Ich sehe gar nichts. Hallo, ich will hier wieder weg. So. Immer dem Weg entlang. Da unten ist ein Fass. Das muss ich unbedingt noch mitnehmen. Das geht gar nicht anders. Das brauche ich ganz dringend. Dankeschön. Jetzt aber weg hier. Wo sind wir? Wo sind wir? Da ist der Bürgermeister. Dann geht's hier lang. Sehr schön. Ja. Oh, Alter. Ich sehe nichts. Und unser Haus ist auch noch nicht beleuchtet. Oh, ich sehe gar nicht. Wo? Mein Bett. Hier. Oh Gott. War nicht irgendwie, dass wir uns eine Werkbank bauen wollten? Weil ich brauche doch so ein Teil. So, mit R kann man das Ding drehen. Wartet mal. Nee, ich mach das nochmal weg, weil ich will das hier mal abreißen. Dazu drückt man F, dann wird das blau hier. Dann macht man mit links Klick und dann reißt man es einfach weg. Jetzt weiß ich nicht, ist das Dach jetzt auch weg? Nee, das Dach ist noch nicht weg. Da würde ich sagen, machen wir das. Dach! Dach weg. Warte mal, vielleicht geht's so. Ja, so geht's. Dach weg. So. Haben wir das hier? Wir haben diese Ressourcen dafür gekriegt, was wir abgerissen haben, obwohl wir es gar nicht gebaut haben. No, denn. So, die Werkbank würde ich dann nämlich gerne da hinstellen. Siddele. Pack mal einfach hier hin. So. Sehr nice. Wunderbar. So, und auf die Werkbank können wir jetzt zugreifen, ist klar. Und dann könnten wir hier jetzt eine Refinery lernen. Wir haben schon... Wie viel Müll haben wir denn schon? Wir haben 11 Müll. Das ist ja cool. Aber ich glaube, wir werden das lernen. Einfach aus dem Grund, weil da können wir Steine reinstöpseln, Sandstein und Lehm und können da, davon andere Dinge tun, herstellen, damit andere Dinge herstellen. Leute, es ist echt noch früh. Na? Und, ja, und da können wir auch wieder Geld verdienen.
So. Warte. Okay. Das muss man alles lernen, ne? Was hier in der Werkbank angeboten wird. Das muss man erst lernen. Und dann kann man es tatsächlich im Rucksack hier, da bauen. Dann wird das hier freigeschaltet. Was kostet denn das Ding hier? Ernsthaft. Wisst ihr was? Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir gehen jetzt in die Höhle. Warte mal, da ist noch ein bisschen was zu essen. Ich hol mal ein bisschen Kohle. Jo. Ich würde sagen, wir gehen in die Höhle und holen ein bisschen Kohle. Damit wir die schon mal am Start haben, wenn wir dann... nehmt das gerade mal mit. Wenn wir die Refinery, also diesen Schmelzofen bauen können, wenn wir dann alles zusammen haben. Das Wasser ist ganz schön laut jetzt, oder? Mann, geh weg. So. Hier geht's zur Höhle. Wunderbar, und da geht's jetzt hinein. Und das ohne Fackel. Leute. Aber wir brauchen die Kohle. Oh mein Gott. Na, 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 na. Seht ihr diese Dinger da drinne? Da ist Kohle drinne. Und das werden wir uns jetzt gleich mal da rauskloppen. Und dann werden wir wohl auch, wir haben vorm Haus eine Laterne stehen. Ich glaube, da machen wir erstmal Kohle rein. 8 Kohle haben wir da jetzt schon. Oh, hier ist auch welche drin. So. Kim. Ne. Sehr schön. Hier steht auch eine Laterne, die könnten wir auch füttern. In dem ganzen Dungeon sind überall Laternen. Ne? Und wenn man die angesteckt hat, dann bleiben die an, ne? Dass man halt eben Licht hat. Das ist unsere Werkzeugkiste. Die steht auch hier. Ne? Und da können wir denn, wenn wir hier irgendwelches andere Werkzeug brauchen würden, darauf hier in dem Dungeon zurückgreifen. So, warte mal. Was? Nehmen wir mit. Hier steht noch sowas. Wir können leider nur blind hier durchlaufen, einfach weil ich sehe nichts, ne? Wir haben noch keine Fackel und gar nichts. Hier ist auch nochmal eine Lampe. So. Das ist nur Stein in Anführungsstrichen, aber den nehmen wir auch gleich mal mit. So. Warte mal, hier ist noch was. Hört ihr das? Die tut mir so leid. Die tut mir so leid. Aber... Oh, da waren auch 2 Kohle drin. Aber ich kann nichts dagegen tun. Wirklich nicht. So, haben wir hier unten auch noch was? Ich weiß es nämlich nicht mehr. Doch, warte mal, hier steht noch was. Und weiter... Beinahe weiter brauchen wir gar nicht in die Höhle reinzugehen, weil da kommen dann nämlich die bösen Onkels und Tantens. Und die, sind uns nicht wohlgesonnen. Oh, Iron Shard war da drin, ne? Sehr schön. Wo? Einen Iron Shard. Wir haben einen Iron Shard. Wird ja auch Zeit. So. Nee. I don't see anything. Ist hier unten noch irgendwas? Lasst uns mal... Ich weiß, ist jetzt ein bisschen blöde. Was? Ja, ich weiß. Ihr wisst es nicht, aber ich weiß es.
die Brücke ist kaputt und man kommt da trotzdem rüber. Man muss springen und dann eine Rolle machen und dann, wenn man Glück hat, landet man drüben. Ich weiß das, ihr wusstet es nicht. Jetzt wisst ihr es auch. So. Nee, hab ich nicht geschafft. Bin da voll gegen die Wand geklatscht jetzt. Ja, komm. So, nochmal laufen und... Nö, schaffe ich nicht. So, nochmal. Komm, alle guten Dinge sind drei. Springen, rollen. Komm. Springen, rollen. Ich... Ja, das Tolle hier, ne, ist, man kann hier auch abstürzen, ne? Man kann echt in diese Abgründe reinfallen. Dann hat man richtig gelitten. Nächstes mache ich nicht. Steu, warte. Ich gehe nochmal zurück. Weil, vielleicht können wir uns das schon sparen mit dieser Quälerei auf dieser Brücke. Vielleicht können wir sie reparieren. Gehen Sie bitte nochmal dort hinein. Hä? Du hast doch eben geleuchtet. Too far? Für was denn? Moment mal. Kann ich die nur da auf der Seite... Das ist ja gemein. Dass ich die nur... Springen... Oh, ich komm doch da nicht hoch. Caramba, bö. Nee, Leute, also das hat... Seid mir nicht böse, aber das hat keinen Zweck. Ich sehe überhaupt gar nichts. Und wir müssen jetzt echt warten, bis wir uns eine Fackel bauen können. Ich weiß, es ist blöd. Dann ist das jetzt eben so. Kannst doch nicht ändern. So, wie viel Kohle haben wir denn? Oh, 28. Da werden wir uns gleich erstmal ein Licht aufgehen lassen hier. So. Das mach mal an. Und lass uns. Nö. Das ist doof. So. Wartet. Was brauchen wir denn jetzt für die Refinery? Wir brauchen 5 und. Nis, ich hab nichts gesagt, ihr habt nichts gesehen, alles ist gut. Alles ist im Lot. Wo ist denn mein Cursor? Ja, da stecke ich Kohle da rein und brauche die für den Schmelzofen. Und ich weiß nicht, wie lange das dauert, bis das sich regeneriert. Denn das tun diese Ressourcen in diesen Höhlen. Und, aber ich weiß nicht, wie lange das dauert. Aua. Bienen. Und Holzkohle kann man hier leider nicht machen. Habe ich noch nicht gesehen. Duh. Einmal Steini hacken. Ja, wir sind Stein. Obala. Ja. Ja, wir sind voll mit Steinen. Dann müssen wir ein bisschen was anderes tackern. Machen wir noch ein bisschen Lehm. Vielleicht kriegt man noch so eine schöne, so einen Saphir raus. Keine Ahnung. Nö. Wie viel Sandstein haben wir? Da können wir auch noch ein bisschen sammeln. Ich schwimme gleich mal raus. Ich weiß nicht mehr, an welcher Ecke ich rausgeschwommen bin, aber ist ja auch wurscht. Oder haben wir schon, wird schon wieder Abend? Wenn es natürlich jetzt schon wieder Abend wird, dann schwimme ich nirgendwo hin. Dann mache ich das am nächsten Tag.
Das sieht nämlich so aus, als wenn die Schatten schon wieder länger werden. Und es Abend wird. So, Lenny Kravitz. Auf geht's. Dann machen wir uns wieder heim. Dann nehmen wir das da auch noch mit. Oder passt das nicht mehr rein? Nee, das wäre verschwendete Ressource. So, denn ich weiß auch nicht, ob die Ressourcen liegen bleiben. Wenn man sie nicht mehr einsammeln kann. Na? Hoppala. Coole Physik hier. Blum, 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 blum. Verzweifelt nach meinem Häuschen. Ich weiß nicht, wo das ist. Komm schon. Oh. Was? Wir sind jetzt... Was? Ach, komm schon. Puh, dann glücklich Gras. Oh, wir können das Holz nicht einsammeln. Das geht gar nicht. Wo ist unser Haus? Katastrophe, sag ich euch. Katastrophe. Hier ist unser Haus. Mensch, passt mal auf. Dann machen wir mal eine Wand. Die Werkbank lassen wir da stehen. Dann machen wir nämlich eine Dingswand dahinter. Hier machen wir Fensterwand rein. Fensterwand. 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 Dann haben wir nämlich unser Holz schon beinahe wieder verbaut. Hier geht nicht, weil Gras und Konsorten rumstehen. Achso, nee, nee, nee. Steu, das ist ein Baum. Na, komm schon. So. Sondern will ich hier drüben das Holz mal noch einsammeln, solange es noch liegt. Oh, in der Nacht leuchtet das schön. So, und da hinten den Stein auch noch. Komm, her damit. Dankeschön. Schlafen. So, und jetzt schwimme ich mal raus. Da ist eine. Ich dachte, da würde eine Flasche liegen. Nein, das war keine Flasche. Ich schwimme jetzt einfach echt mal raus. Ich weiß nicht genau, wo ich das gemacht habe. Hier auf jeden Fall nicht. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Fliegen sind, die hier solche Geräusche machen. Tiere, also gefährliche Tiere sind es auf jeden Fall nicht. Warte mal. Huch, nein, was machst du? Da ist ein Fass. Ah. Warte, da ist noch eine Flasche. Da ist ein Fass. Her. Alles eingesammelt, ja. Also hier können wir nicht drauf. Das geht nicht. Weil abgesehen von den kleinen Krabben hier, sind da so Riesenviecher drauf. The Sandstone Altar ist das. Na, kommst du mit?
Ich hab ein neues Haustier, ich hab ein neues Haustier. Ich hab zwei neue Haustiere. So, ich schwimme jetzt einfach mal. Was passieren kann, weil ich weiß nicht, wo ich denn geschwommen bin. Was passieren kann, ist, dass ich wieder am Strand lande. Oder halt eben da, wo ich hin will. Aber ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Schwimme, schwimme, ich schwimme, schwimme, schwimme. Schwimmen, schwimmen, schwimmen. Okay, wo landen wir? In Lonely Island. Da, 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 da. Ja, das ist mega geil. So, und hier haben wir einen Säbel, ihr Lieben. Den Marlin. Yes. 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 Crap to equip. Komm, gib her. Wir müssen die Dinger erstmal raus. So, und das hier ist Onkel... Keine Ahnung, wer das ist. Der arme Kerl hat es nur noch bis hierher geschafft. Und, ja. Hat es nicht überlebt. Aber wir haben jetzt einen Säbel. Und mit diesem Säbel... Denke ich mal, was macht der an Schaden? 7 bis 9, das Messer macht 4 bis 5. Da haben wir schon ein bisschen was an guten Chancen auf diese erste, auf diesen Sandstone-Altar, diese Insel zu gehen. Aber erstmal gehen wir hier hin. Pirates Island. Coole Sache. Okay, da oben stehen Kisten drauf. Sehen, wie wir da dran kommen. Ja, und da kriege ich auch noch Fallschaden, ne? Hä? Himmel, Arsch und Wolkenbruch! Nicht da unter die Brücke, unter die Treppe. Ich müsste da hoch. Und springen. Ich hab mich an den Baum aufgehangen. Ich will da hoch. Ich will die Kiste. Ich will die Kiste. Ich will. So. Warte. Das mit der Steuerung ist ein wenig bescheuert. Springen, rollen. Oh, gut. So. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Money, money, money. Gucken. Sehr geil. Und zwei von diesen Dingern haben wir wieder gekriegt. So, okay. Runter. Ah, ja. Yeah. Lohnt es sich? Lohnt es sich? Da hier müssen wir dann nämlich mal eine Treppe bauen. Schwupp! So. Na klar hat sich das gelohnt. So. Gut. Dann schwimmen wir in die Richtung wieder zurück. Und ich hoffe, wir kommen dann auch... wieder nach Hause, ne? Aber ich weiß es nicht. Weil man sieht ja nicht, wo man hinschwimmt, ne? Also, ist ja nichts Richtungsweisendes hier. Da ist grün, wo kommen wir da hin? Jawohl. So, dann können wir das Messer aber ablegen, wenn wir jetzt zurück sind. Mach das mal dicht hier. Flasche. Hier ist ein Dungeon. Kommt man nicht rein. Kannst du machen, nix, musst du gucken zu.
Moment. Ist das nicht hier jetzt? Nee, wo geht's denn hier hin? Kommt man hier drüben auf Pirate Island oder was? Ach so. Guck mal, da liegt ein Totenkopf. Ich fasse es ja nicht. Okay, okay, okay. Dann sind wir längst noch nicht zu Hause. Ich muss hier. Oh, yeah, yeah. Stickmesser. Was? Komm. So, und dann geht's jetzt hier weiter. Und ich hoffe. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe. Ist hier irgendwas noch? Weil. Na, was mal. Was wir hier mitnehmen können. Nehmen wir mit, ne? Aber wir sind wieder zurück. Sehr, sehr geil. Ja, hopp, hopp, hüpf. So, lass mal gucken jetzt. Lavendel. Oh, Marigold. So, wo kommen wir denn jetzt hier hin? Wo ist unser Zuhause? Hier nicht. Ja, das ist aber die Insel, wo wir zu Hause sind. Aber ich weiß nicht wo. Ach, ist doch furchtbar. Alter, ich habe einen Orientierungssinn wie ein Brett. Echt. Ist ja fürchterlich. Aber das muss doch irgendwo hier sein. Irgendwo. Ich will nach Hause. Ah! Bin zu Hause. Yeah. Yippie, freue mich. So, what shall we do now? Ah ja, da ist unsere Waffe jetzt. Gut, das Messer können wir jetzt raus tun. Tschüss. Machen wir das nämlich so. Und dann stimmt das auch wieder. Okay, Klotze. Dann wollen wir mal gucken. Nee, wir können noch keine Werkbank bauen. Keine Gießkanne bauen. Achso, das ist was, das, was ich noch lernen könnte. Ja. Das sind 4 Sachen, die wir noch lernen könnten. Nee. Und upgraden können wir in 2063. So ungefähr. Ah. Das dauert noch. Das dauert noch. Da, da ist noch, sind noch 2 Flaschen. Junge, wenn sie überall ihr Leergut rumliegen lassen. So. Nein. Was machst du? Da. Was machen wir denn jetzt? Noch Podesta bauen. Podesta. Oh, was? Die kann man auch in der Höhe verdrippeln, ne? Warte mal. Mit STRG und Mausrad eigentlich. Geht nicht. Ja, komm schon. So. Cool. Alles klar.